Ihr seht hier eine Liste. Diese Liste kann ich durchsuchen. Das bedeutet, ich kann hier zum Beispiel Apple reinschreiben und in dem Moment wird diese Liste durchsuchbar gemacht. Es handelt sich dabei allerdings nur um eine einfache HTML-UL, also eine Unordered List, in einer Legacy-Anwendung. Aber was genau meine ich damit? Stellt euch vor, ihr habt eine wirklich alte Anwendung. Diese kann eine ganze Reihe von verschiedenen Listen darstellen. Also es können lange Listen sein, kurze Listen, Listen mit unterschiedlich großen Listenpunkten oder auch Listen, wo ganz unterschiedliche Content-Elemente innerhalb eines Listenpunktes sind. Generell, alle diese Listen haben eine Sache gemeinsam. Sie besitzen alle eine UL mit der Klasse GenList. Prinzipiell ist das unsere Legacy-Ausgangssituation und als Freelancer hatte ich vor kurzem die Aufgabe, diese Listen durchsuchbar zu machen, das, was ihr gerade gesehen habt. Allerdings ist es nicht so einfach, dass ich hingehen kann und hier irgendwas Cooles in Vue, Angular, React oder so verändere, um eine coole Liste einzubauen, sondern das ist eine Applikation, die man so nicht verändern kann. Das bedeutet, mithilfe unserer üblichen drei Verdächtigen brauchen wir eine Möglichkeit, eine Art Plugin-Konstrukt zu bauen, um eine solche Suchfunktionalität den bestehenden Listen hinzuzuaddieren, ohne den Applikationen, also den Programmcode, der Legacy-Anwendung zu editieren. Das Problem hier ist allerdings, HTML können wir nicht nutzen, weil das ist eine etwas ältere Anwendung, die kein einfaches HTML-Editing zulässt. Auch das Styling, also CSS, können wir nicht verwenden. Das bedeutet, wir müssen alles, was wir machen wollen, um so eine Liste durchsuchbar zu machen, mithilfe von JavaScript lösen. Das ist generell kein Problem, vor allem wenn man sich die Ausgangssituation dieser Legacy-Anwendung ansieht. Prinzipiell haben wir unsere Applikation, die wir nicht groß verändern können oder dürfen. Diese Applikation hat eine ganze Reihe von Plugins. Diese JavaScript-Dateien, und da sind noch viele, viele mehr, beschreiben immer einzelne Funktionen, die nach dem Laden der Anwendung hinzuaddiert werden. Wir bauen also quasi nur diese eine kleine Plugin-Datei, die search.js. Prinzipiell gehen wir dabei vor, indem wir die Constraints, die wir gerade erfahren haben, umsetzen in einen Plan. Unsere Constraints sind dabei, dass wir nur JavaScript verwenden können, wir können kein HTML und CSS verwenden, wir wissen nicht genau, wie viele Listen es eigentlich gibt, wir wissen jedoch, dass jede Liste mindestens 5 bis 100 Einträge hat, niemals mehr, und wir wissen, dass jede UL eine CSS-Klasse, nämlich GenList, besitzt. Unser Plan ist jetzt, eine solche Liste uns erstmal zu visualisieren und zu überlegen, wie gehen wir denn vor, wenn wir einen solchen Plugin-Code schreiben wollen. Wir haben hier eine Liste, UL-Gen-List, und das erste, was wir machen müssen, ist, diese Art von Listen zu selektieren. Dafür nutzen wir JavaScript und selektieren alle Listen mit allen Childs, die wir in der aktuellen Applikation finden. Grundsätzlich fügen wir dann ein Search-Field ein, also wir generieren uns ein neues HTML-Element, was wir dort einbauen, inklusive des Stylings unserer Gen-List und auch natürlich unserer durchsuchbaren Listen-Elemente. Das nächste, was wir machen, ist, wir überlegen uns, wie wir an dieses neue Objekt, an dieses neue DOM-Objekt ein Event dranhängen, nämlich ein Search-Event, was uns ermöglicht, die Liste durchsuchbar zu machen, und anschließend filtern wir die Childs einfach mit JavaScript, sodass nur noch unser Search-Query passt. Dabei benutzen wir keine komplizierte Fuzzy-Search oder irgendetwas, sondern eine ganz einfache Textsuche, die wirklich rudimentär ist, weil es einfach nur ein kleines, nettes Feature sein sollte. Prinzipiell habe ich dieses Feature mit etwa 1,5 Stunden Arbeit bewertet und das hat auch ziemlich gut gepasst. Also überlegen wir doch mal, wie wir das jetzt in wirklichen Code gießen. Wie bei jedem meiner Videos starten wir am Anfang mit der Erklärung meines Setups. Grundsätzlich findet ihr diese Erklärung unten im Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das alles ansehen. Ich habe hier schon etwas vorbereitet. Und zwar habe ich einmal in meiner index.html schon mal eine Liste erstellt mit ein paar Beispieldaten. Ihr seht hier am Rand, wir haben schon eine Liste mit Früchten und einer Beschreibung. Aber prinzipiell kann hier drin innerhalb dieser Listenpunkte alles drinstehen. Wir wissen aber, wir haben hier unsere CSS-Klasse GenList. Und wir wissen auch, dass es ein bisschen CSS-Code gibt, wo ich diese Liste so style, wie sie ungefähr in der Anwendung aussieht. Prinzipiell brauchen wir aber diese beiden Dateien gar nicht mehr. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch noch einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen und Fragen stellen könnt. Ansonsten legen wir jetzt mal los, wie wir unser kleines Plugin bauen. Also, auf geht's! So, dann legen wir mal los mit unserem ersten Plan und das ist die Selektion aller unserer Listen und die Aufschlüsselung dieser Listen nach einzelnen Listen und Listenelemente. Hierfür erzeuge ich mir als erstes eine Variable. Mithilfe von Document Query Selector All Gen List kann ich jetzt alle Listen selektieren und hinter der Variablen Searchable List verstecken sich jetzt alle unsere Listen. Anschließend nehme ich unsere Listen und gehe für jede dieser Listen einmal durch eine Loop durch. Als erstes wollen wir nämlich unser Field generieren, anschließend das Styling vornehmen und am Ende die Suche durchführen. Und das machen wir natürlich für jede einzelne Liste. Das bedeutet, wir können jetzt loslegen mit dem zweiten Kapitel, nämlich zu überlegen, wie wir unser Suchfeld hier oben reinschreiben.
So, dann überlegen wir doch mal, wie wir hier unseren ersten Punkt, unser Field, hier oben reinbekommen. Prinzipiell erstelle ich mir hierfür eine neue Variable, nämlich SearchField. SearchField ruft dabei die Funktion createSearchField auf und diese Funktion muss ich einmal definieren. Hier drin erstelle ich mir als Variable einmal ein SearchField und sage dann mit document.createElementInput, dass ich ein neues Input-Feld generieren möchte. An dieses Input-Feld hänge ich jetzt als erstes den Type Search, anschließend den Namen Search, füge noch einen Placeholder mit der Bezeichnung Suche ein und diese Funktion returnt uns unser Search Field. Das Ganze speichere ich jetzt einmal ab, aber hier passiert nichts. Wenn ich jetzt unser Search Field einmal mit einem Console-Log-Befehl ausgebe, dann sehen wir, dass wir hier ein neues Input-Element haben mit Type Search, Name Search, Placeholder Suche. Wunderbar. Aber wie können wir jetzt unsere einzelnen Suchfelder innerhalb unserer Listen hinzufügen? Um jetzt ein neues HTML-Element innerhalb unserer Liste hinzuzufügen, brauche ich eine neue Funktion. Nämlich einmal rufe ich unsere Liste auf und sage mit der Funktion insertBefore, dass ich etwas hinzuaddieren möchte. Und zwar möchte ich etwas vor unserem FirstElementChild, also ich sage list.firstChild, davor möchte ich etwas hinzuaddieren, nämlich in unserem Fall einfach unser SearchField. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, sehen wir, wir haben jetzt hier oben unsere Suche. Wunderbar. Das nächste, was wir machen wollen, ist ein Styling hinzufügen. Hierfür rufe ich eine Funktion auf, addStyling. Diese Funktion erwartet von uns einmal unsere Liste und natürlich unser Suchfeld, was wir gerade selektiert und hinzugefügt haben. In dem Moment, wenn ich das speichere, bekommen wir natürlich einen Fehler ausgegeben, weil unsere AddStyling-Funktion so noch nicht existiert. Hierzu muss ich jetzt erstmal eine Funktion aufrufen, die als Parameter List und Field erwartet. Das bedeutet, diese Funktion erwartet einmal Styling-Parameter für unsere eigentliche Liste, also das Parent-Element, und natürlich auch für unser eigentliches Field. Das erste, was wir machen wollen, ist, wenn ich hier scrolle, dass unser List-Feld ganz oben hängen bleibt. Also es soll immer zu sehen sein, auch wenn ich innerhalb dieser Liste scrolle. Hierfür brauche ich als erstes ein Element auf unserem Parent, nämlich auf unserer Liste, und zwar sage ich hier list.style.position mit relative. Damit definiere ich unsere UL mit der Klasse GenList, also unser Parent-Element, als Ausgangspunkt für unsere weitere Formatierung des Suchfeldes. Hier können wir nämlich jetzt mit fieldStylePositionSticky dafür sorgen, dass das Feld oben hängen bleibt. Und übernehmen jetzt mit der Positionierung Top und Left die Position. In dem Moment, wenn ich das abspeichere und ich beginne zu scrollen, seht ihr, dass unser Suchfeld jetzt wunderbar mitscrollt. Ihr seht aber auch, dass unsere einzelnen Texte noch vor unserem Suchfeld sind. Um das zu verhindern, benutze ich jetzt noch Z-Index 2 und in dem Moment haben wir unser Suchfeld korrekt positioniert. Wir können aber noch mehr machen. Das erste, was ich jetzt definiere, ist eine Schriftgröße. Unsere Schriftgröße fügen wir einfach auch mit JavaScript hinzu. Ich definiere auch eine Schriftfarbe und eine Hintergrundfarbe unseres Suchfeldes, definiere ein Border Radius und sage, dass wir aber keine Border haben wollen und speichere das Ganze ab und schon sieht unser Suchfeld etwas besser aus. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ein Padding zu definieren, genauso wie ein Margin, also ein Innen- und Außenabstand. Wir wollen ein Padding innerhalb unseres Feldes von 0.8 rem in alle Richtungen und nach unten ein Margin von 0.5 rem. In dem Moment speichere ich das Ganze ab und ich habe jetzt hier wunderbar unser Suchfeld generiert. Um jetzt den Fehler zu korrigieren, dass unsere Liste hier oben abgeschnitten wird, möchte ich jetzt hier unten noch Outline Offset negativ setzen. In dem Moment, wenn ich das abspeichere und jetzt mit der Maus hier reinklicke, ist auch unser Fokuseffekt korrekt. Und wenn ich jetzt beginne zu tippen, haben wir hier ein korrektes Suchfeld. Je nach Browser bekommt ihr hier auch so ein X. Das hängt daran, dass wir unser Suchfeld mit dem Type Search ausgestattet haben. In dem Moment haben wir unser Suchfeld erstellt und können uns jetzt darum kümmern, wie wir denn ein Event triggern können. So, unsere Suche wie auch das Styling ist jetzt fertig. Wir können also damit starten, unser Such-Event, was wir hier drin haben, auszulösen. Das Ganze ist gar nicht sonderlich kompliziert, allerdings sollten wir als erstes mal eine Reihe von Events definieren, weil eine Suche wird in der Regel bei verschiedenen Events getriggert und wir wollen unser Add-Event-Listen dann nicht mehrfach aufrufen müssen, nur weil wir hier mehrere Events abdecken wollen. Als erstes sage ich, wir würden gerne das Event KeyUp benutzen. Außerdem natürlich die beiden Events Cut und Paste, also wenn ich zum Beispiel etwas in meinen Suchpunkt hier oben rein copy-paste, möchte ich, dass ein Event getriggert wird. Oder natürlich das Input-Event, das müssen wir unterstützen, weil sonst der Klick auf dieses X nicht ein Re-Search, also quasi die Suche auf einen leeren String, zur Folge hätte. Außerdem müssen wir definieren, dass wir erstmal alle unsere Childs finden.
Das machen wir ganz einfach über die Definierung einer neuen Variable ListItems und suchen dann innerhalb unserer Liste über QuerySelectorAll einfach alle unsere LI-Elemente. Hier drin sage ich jetzt einfach mal, dass ich alle diese ListItems einfach mal loggen möchte und speichere das Ganze ab. In dem Moment seht ihr, haben wir hier unten schon eine ganze Reihe von einzelnen Childs, wo wir hier zum Beispiel sehen, dass wir jede Menge Code haben. Das ist schon mal ganz gut. Und das erste, was wir jetzt machen, ist, für jede unserer einzelnen Events, die wir hier oben definiert haben, also diese vier Stück zum Beispiel, gehen wir durch unsere Schleife durch. Das bedeutet, für jedes Search Field fügen wir einen Event-Listener hinzu und fügen anschließend das Event, was wir gerade mit unserer Loop durchlaufen, an unser Search Field hinzu. Hier drin können wir jetzt also unsere einzelnen Event-Hooks abwarten. Über ConsoleLog kann ich zum Beispiel unser Event einmal ausgeben und wenn ich jetzt beginne etwas zu tippen, seht ihr, wir bekommen jede Menge Events ausgegeben. Auch wenn ich hier zum Beispiel etwas raus-copy-paste, bekommen wir ein Event, wenn ich was rein-copy-paste, bekommen wir ein Event oder auch wenn ich hier auf das X drücke. Wunderbar, wir erhalten also alle unsere Events, die wir hier oben definiert haben und ihr könnt das generisch erweitern. Das waren die vier Events, die ich abdecken sollte. Um jetzt mal unseren Query-Parameter auslesen zu können, benutze ich jetzt einfach eine Funktion, nämlich value, ziehe ich aus meinem event.target, also aus unserem Suchfeld raus und das können wir uns hier ja einfach mal auslesen lassen. In dem Moment, wenn ich jetzt beginne zu tippen, sehen wir hier wunderbar, dass mein Suchstring korrekt ausgegeben und damit gelockt wird. Wir können das löschen und sehen, wir haben jetzt auch wieder einen leeren String. Das bedeutet, wir können uns jetzt um die eigentliche Suche kümmern und das ist ziemlich einfach, aber das ist das nächste Kapitel. So, dann gucken wir uns doch mal an, wie genau wir unsere Suche definieren können. Prinzipiell ist das ziemlich simpel, wie gerade schon erwähnt, und zwar rufen wir einfach eine Funktion auf mit Search. Hier übergeben wir einmal unser Value und unseren Array von ListItems, die wir durchsuchen wollen. Unsere Funktion Search erwartet dabei diese beiden Parameter, die wir jetzt gerade übergeben haben und gehen hierbei als erstes mal durch unsere gesamte Liste von ListItems durch. Das machen wir ganz einfach mit einer forEach und gehen hier jetzt durch jedes einzelne Item. Wir haben nämlich zwei wichtige Werte, die wir brauchen. Einmal eine Variable Text, also wir brauchen den Text jedes Item-Elementes und wir brauchen eine Variable, die True oder False annehmen kann, ob wir ein Match haben oder nicht. Unseren Text erhalten wir ganz einfach, indem wir sagen item.textContent und dann lesen wir hier alles aus, was darin zu finden ist. Außerdem sage ich, dass ich unseren Text jetzt mit der Funktion includes durchsuche mit unserem value. Also ich überprüfe, ob unser Search String irgendwo in unserem Text vorkommt. Um hier ein besseres Ergebnis zu erreichen, würde ich aber immer empfehlen, hier noch toLowerCase hinzuzuaddieren. Diese Funktionalität ermöglicht es, den Text zu normalisieren und Groß- und Kleinschreibung nicht wirklich zu berüchtigen. Das können wir hier auch bei value noch ergänzen und haben jetzt hier einen true oder false Wert, ob unser Text vorkommt oder eben nicht. Das können wir auch ziemlich einfach überprüfen, indem wir hier einmal console.log eingeben und unseren Match ausloggen. In dem Moment, wenn ich jetzt Apple copy-paste, sehen wir, dass wir hier einen True-Wert haben und jede Menge False-Werte. Also unsere Suche an sich funktioniert und das ist schon mal wunderbar. Jetzt haben wir zum Beispiel 20 True-Werte, weil unser leerer String überall drin vorkommt. Aber wie genau können wir jetzt unsere Elemente aus- und einblenden, je nachdem, ob wir ein Match haben oder nicht? Das können wir ganz einfach über Item, Style und Display machen und hier jetzt einfach eine If-Clause hinzuaddieren, wo wir sagen, haben wir ein Match, ist das True, dann sage Block. Wenn wir kein Match haben, dann ist das hier None und damit ausgeblendet. Wenn ich das jetzt abspeichere und jetzt zum Beispiel Apple hier eingebe, sehen wir haben jetzt zum Beispiel Pineapple oder hier oben Apple und in dem Moment haben wir einen Treffer auf unsere Suche. Genauso kann ich jetzt zum Beispiel aus dem Text hier unten aus unserer Beschreibung einfach Small eingeben und sehe, ich habe hier Cherry Small, Elderberry Small, Grape Small und so weiter. Also wir suchen den gesamten Text und was hier drin steht in unserem LI, in unserem Item ist komplett egal, weil wir über das Attribut TextContent sowieso nur den Text berücksichtigen. Natürlich kann man diese Suche oder diese beiden Zeilen hier noch deutlich optimieren. Wir könnten beispielsweise eine Fuzzy Search einbauen, was wir auf diesem Channel ja auch schon in anderen Videos getan haben. Allerdings war das in diesem Fall nicht die Anforderung und ich denke, damit haben wir unsere Aufgabe erfüllt und haben jetzt eine Suche geschrieben, die nur mit JavaScript in ein bestehendes Konstrukt ein Suchfeld einbaut, ohne den bestehenden Basiscode zu verändern. Das ist eine sehr gängige Praxis, die viel gelebt wird. Ob es gut ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr solche Legacy-Code-Änderungen schon gemacht habt oder ob ihr in einer wirklich coolen Firma arbeitet, wo alles niegelnagelneu ist und der neueste Standard das Gesetz ist. Ansonsten bis nächste Woche. Bis dahin viel Spaß und ciao.